Party Style und ich bin schon ein wenig derangiert, wie ihr seht. Es ist Hurra! Es ist wieder warm geworden und man glaubt es ja kaum. Bei meinen letzten Favoriten habe ich mir eigentlich das so ein bisschen eingeteilt und dachte so, die richtigen tollen Hochsommergeschichten, die kommen dann im August. Tja, und dann Pustekuchen. Also, wenn ich mich jetzt nicht beeile, dann habe ich eigentlich das nächste Mal definitiv die Herbstfavoriten am Start. Insofern ist das jetzt so ein bisschen geschummelt. Ich habe Anfang des Augusts war es ja noch relativ warm. Ja, davon einen Großteil mit reingenommen und werde das so ein bisschen mischen. Aber seht selbst, große, große Liebe, absoluter Kinderkram. Aber ich habe sie wirklich gerne getragen und tue es auch jetzt gerne, vor allen Dingen in Kombination dann mit auch sowas Schlichten. Ich habe mir auch ganz weiße gemacht. Hier seht ihr vielleicht mal das ja, mit so einer kleinen Blume. Das finde ich auch total süß. Das sind eben diese Lumenbänder und ja, ich habe ein paar davon. Anfänglich nur die neonfarbenen und dann habe ich mir auch die einfarbigen geholt, weil ich das einfach dann noch ein bisschen ja, besser bestimmen kann. Sehr gerne verschenkt und alle meine Freundinnen tragen sie jetzt. Und es stimmt, sie riechen nicht so toll, sie sind aber wirklich gut zu tragen. Und ich habe gerade einen Bericht gesehen, dass es da ja, wieder den Verdacht gab auf, also Weichmacher sind auf jeden Fall drin, deswegen Kinder sollten die auf gar keinen Fall, auch Erwachsene nicht in den Mund nehmen, aber wer tut das schon? Okay, drin rumkauen, aber man soll halt immer auf dieses CE-Siegel achten. Die besseren sind sogar noch von Stiftung Warentest geprüft, aber meine Empfehlung wirklich diese Lumenbands und diese gibt es bei Nanunana. Da sind sie meines Erachtens am günstigsten. Die habe ich wirklich für 75 Cent bekommen, so eine Packung, und viel mehr braucht man wirklich nicht, wenn man viele verschiedene Farben nimmt. Und also auf jeden Fall Lumen, ein Favorit diesen Sommer. Und so lange wird es auch gehen. Ich nehme das übrigens auch für die Haare, also so gerade für Zöpfe ist das ganz gut. Ist natürlich nicht beschichtet, und aber mein Gott, ne? Man kann ja auch mal was riskieren. Einer meiner absoluten Favoriten, immer und immer wieder, diese Lotusblüten. Ich weiß nicht, ob ich sie euch schon mal gezeigt habe. Ich habe die auch wirklich schon immer wieder sehr, sehr gerne verschenkt. Und die gibt es in allen möglichen Farben. Und ich liebe, liebe, liebe sie. Und ich finde sie einfach wunderschön. Schön zum Beispiel auch in Kombination dann hier. Auch ein liebes Geschenk von der lieben Moldavit übrigens. Liebe Grüße. Ja, ist eine sehr schöne Kombination. Ihr wisst ja, eine meiner Lieblingsfarben. Letztes Mal habe ich euch mein Rituals Peeling gezeigt und schon wieder hat es ein Peeling in meine Favoriten geschafft. Diesmal das Flake Away von Soap & Glory und ihr kennt es sicherlich alle. Ihr wisst ja, ich bin großer Duft-Junkie und auch ein Creme-Muffel, und auch dieses hat so eine Konsistenz, dass man danach eben, das ist sehr ölhaltig, eigentlich das Eincremen vergessen kann, beziehungsweise man fühlt sich einigermaßen gepflegt, und ich finde, es ist eine schöne Abwechslung. Ich habe es bei Douglas bekommen zu einem reduzierten Preis und deswegen habe ich es ausprobiert und mitgenommen und große Liebe. Und einer meiner neuen Sommerdüfte ist auch von Soap & Glory. Ich glaube, es ist das Pink. Und das passt sehr gut, wenn man sich vorher geduscht hat und quasi eingecremt gepflegt, dann da noch ein bisschen den Duft mit zu verlängern. Er ist schon eher sehr blumig, also blumig frisch, aber und auch so ein bisschen lieblich, mädchenhaft, aber ich finde das als Abwechslung zwischendurch wunderbar und deswegen hat das auf jeden Fall in meine Favoriten geschafft. Weiter mit den Düften. Wieder ein Raumduft von Primavera, das Mandarine Magnolie diesmal. Und es ist ein Spray und es ist doch... Und es ist wirklich sehr erfrischend. Ich versuche das dann zum Beispiel auf Rollos oder die Gardinen zu stäuben. Und so zwischendurch einfach mal, wenn man einfach ein anderes Raumgefühl haben möchte, ist das sehr, sehr zu empfehlen. Und Mandarine, also Orangenduft gehört ja mit Vanille da, zu den beiden beliebtesten Duftrichtungen der ganzen Menschheit. Insofern kann man da jedem was Gutes mit tun.
Leute, ihr wisst nicht, wie ich hier hocke, ja? Also, das war wieder schwierig, das schöne Tageslicht einzufangen. Aber weiter geht es mit ein bisschen Schminke. Und zwar habe ich mir ein, zwei alte Videos von mir angeguckt und dachte so, irgendwie sind deine Wimpern da ein wenig ausdrucksstärker. Und ich habe überlegt, was habe ich in den letzten Wochen verändert. Und ich habe unter anderem eben auch sehr viel Naturkosmetik ausgetestet. Und das werdet ihr dann demnächst bald auch noch zu sehen bekommen. Aber ich habe einen alten Liebling ausgegraben. Und zwar ist das diese tolle Mascara. Die Forge, die falsche Wimpern Volumen Express von Maybelline Jade. Und die rettet wirklich jede Mascara. Ich mache gerne vorher so ein bisschen zum Definieren und für die Länge, dann vielleicht Volumen. Aber um so richtig Schwung und vielleicht ein bisschen mehr Bäm zu haben, ist die einfach genial. Die hat so eine leicht geschwungene Bürste, wenn ihr das sehen könnt. Ich trage sie heute und ich finde, sie macht einfach wirklich immer einen super guten Effekt, wenn ich ein bisschen mehr Ausdruck drin haben möchte. Like, like, like. Was ich auch sehr, sehr empfehlen kann und gerne verwende, ist der NYX Wonder Pencil. Das ist so ein hautfarbener. Wie ihr seht, relativ weich, lässt sich gut verblenden und ich verwende ihn für das Lippenherz oder auch unten die Kontur, um das einfach ein bisschen sauberer zu machen und die Lippen noch ein bisschen mehr hervorzubringen oder auch natürlich gesäubert dann in den Augen der innere Wasserlinie unten oder auch als Hervorhebung unter dem Augenbrauenbogen oder auch zum sauberen Definieren über der Augenbraue. Also der Stift ist wirklich sein Geld wert und ganz, ganz toll. Kommen wir zu zwei meiner liebsten Lippenprodukte diesen Monat. Und zwar ist das einmal von Corez der Twist Lipstick. Das ist einfach so ein Stift. Das ist so ein bisschen wie so eine Lip Butter im Grunde genommen. Und das ist ein ganz natürlicher, toller, leichter Ton, ein bisschen rosenholzkorallig. Er trägt sich wunderbar auf, also das geht auch wirklich blind im Auto und pflegt wirklich die Lippen und zerfließt dabei nicht. Das finde ich ist schon ein richtiges Kunststück. Insofern ist das eine absolute Empfehlung von mir. Und was ich ja irgendwie vergessen habe bei meinem Boutni Haul ist, bei Boutni gibt es Bourjois. Und den trage ich auch gerade. Das ist eine Limited Edition gewesen und der sieht erstmal ziemlich knallig aus. Fast schon neonfarben. Aber ich finde, aufgetragen geht es dann. Jeder hat ja auch verschiedene Lippenfarben. Das ist die Nummer 20, Shine. Und so heißt auch die ganze Edition. Und der hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also, absoluter Liebling. Und dann habe ich auch wieder ausgegraben und das wollte ich nicht versäumen, euch zu zeigen. Meines Erachtens das beste Puder in der Drogerie von L'Oréal, das Nude Magique. Und ihr seht, ich habe es wirklich schon richtig gebraucht. Hit the pen. Und der Deckel ist abgegangen. Das liegt aber so ein bisschen mehr an meiner Ungeduld. Da unten ist noch ein Pad und ein Spiegelchen drin. Und das ist die Farbe, das ist der helle Hauttyp. Ich habe im Sommer auch den mittleren Hautton getragen. Und ich finde, dass der super gut mattiert, lange hält, reichlich deckt und trotzdem nicht zu maskenhaft wirkt. Ein super, super Puder und ich liebe ihn. Kombiniert mit Concealer ist das alles, was ich im Sommer brauche. Ich hatte ja auch gedacht, ich kann euch heute meine Flipflops und meine Gizeh zeigen von Birkenstock. Die blende ich euch mal ein. Ich liebe, liebe, liebe sie. Es ist ein wunderbares Tragegefühl, aber am besten sind wirklich im Hochsommer dann tatsächlich die Flipflops und da wirklich die Original-Hawaiianers.
Das sind wirklich die, die, ich weiß nicht wieso, überall ist ja nur eine Sohle und irgendwie so ein Steg dran, aber dieser Steg, die Kombination, wie er sitzt, diese weißen, die habe ich wirklich schon 3 oder 4 Jahre und die halten, halten, halten und man wird so ein bisschen abgefedert und ja, ich kann sie nur empfehlen und auch die Birkenstock sind sehr, sehr toll und ja, leider war in der Hauptzeit des August Turnschuhwetter. Ja, und damit zeige ich euch meine liebsten Turnschuhe. Ihr habt sie schon öfters gesehen. Es sind die Converse und zwar die natürlich ohne Schnürsenkel und gerade in diesem Ton, finde ich, kann man sie zu allem tragen und ich trage sie rauf und runter und ja, meine allerliebsten, häufigsten, getragensten Schuhe im August. Leider, leider, leider. Ja, und um da jetzt so quasi das Thema echter August abzuhandeln, weil ich hoffe, wir haben jetzt noch ein paar schöne Tage, zeige ich euch nochmal, und das verweist richtig auf den Herbst, ist aber wirklich eine tolle Möglichkeit, eigentlich fast jedes Outfit, Sommeroutfit, ein bisschen aufzuwärmen, neben einer schönen Strickjacke oder Fleecejacke fast schon, immer eine Weste, und das ist so eine Daunenweste, die ich auch schon letzten Herbst getragen habe. Und das Tolle an denen ist ja wirklich, dass man diese ganz, ganz klein zusammenknütteln kann. Ich habe dafür auch noch so ein Säckchen und dann kann ich die wirklich mit in die Tasche stecken, wenn es abends ein bisschen kühler wird und ich bin versorgt. Wunder, wunderbar. Zusammen mit einem schönen Tuch. Dieses ist jetzt, glaube ich, sogar so ein Seidengemisch und die habe ich aus einem... ja, aus einem kleinen Geschäft hier im nächsten Ort, der auch so sich so ein bisschen auf dänisches Design spezialisiert hat. Und ich finde es wunderschön, weil es so, ja, verschiedene Muster hat und diese Troddeln. Und es ist ausnahmsweise mal viereckig, aber damit kann man ja auch ganz viele verschiedene Tragemöglichkeiten haben. Und ja, es wärmt den Hals. Und das haben wir leider Gottes schon viel gebraucht. Ja, was habe ich noch? Ich habe noch ein bisschen was für euch. Ich hoffe, ihr könnt noch und es wird nicht zu lang, weil diese Datenbank ist auch ein Geschenk von einer Freundin und ich finde es total lustig und witzig. Das ist eine Lupe, ihr seht das schon. Und zwar, wenn man die sich so ans Auge kneift, kann man wunderbar irgendwie eigentlich Schmuckstücke betrachten, also die Stempel zum Beispiel. Sie ist nämlich passionierte Flohmarktgängerin. Aber ich kann damit endlich alle möglichen kleinen Sachen lesen. Ich habe eine Lesebrille, aber trotzdem, ich finde es irgendwie viel, viel cooler, wenn ich hier zum Beispiel von meinem, einem meiner Monatsfavoriten mal den Aufdruck und den Namen lesen möchte. Da sage ich euch, das ist Tarte Deco und ist doch viel cooler als eine Lesebrille, oder? Also, absoluter Favorit, meine Schmucklupe und... zwei sehr, sehr gern getragene Nagellacke im August. Den einen trage ich jetzt auch. Das ist Go Ginza. So ein leichter Fliederton. Und das ist, glaube ich, Tarte Deco. Ja, ein schöner Korallton. Und ich möchte natürlich auch die inneren Werte betonen und was mir wirklich wieder sehr viel Freude bereitet hat und ich werde das jetzt einfach monatsweise immer mit reinnehmen, das sind wieder mal 2 Heilsteine, beziehungsweise das sind ganz einfache Kristalle. Das ist ein Bergkristall, der auf der einen Seite geschliffen ist und auf der anderen Seite so relativ roh und unbehauen und ja, der hat ein sehr schönes Feuer hier vorne, die Spitze ist ziemlich klar, nach hinten hin wird er etwas trüber und ich sage mal so, mit diesem Stein kann man überhaupt nichts verkehrt machen. Der hat eine sehr klärende, kräftigende Wirkung und manche haben ihn auch noch viel größer neben dem Rechner stehen, er soll eben auch so ein bisschen Strahlen absorbieren. Da muss jeder sehen, aus welchem Grund er sich mit Steinen beschäftigt. Und ja, also... ich finde ihn wunderbar und ich habe noch einen ähnlichen gefunden, der auch ein Bergkristall ist und auf der anderen Seite einen kleinen Amethyst mit eingeschlossen hat. Und das finde ich wunderschön, der, wenn man sagt, dass der Bergkristall vielleicht ein Schmerzstein auch unter anderem ist, dann ist der Amethyst der Stein der Wandlung und das
kann man eigentlich in jeder Lebenslage gut gebrauchen. Und ja, die beiden zusammen kann man auch natürlich schön auf dem Tisch liegen haben. Ich würde gerade den Bergkristall nicht unbedingt neben dem Kopfkissen haben, weil der vielleicht auch mal für einen etwas unruhigeren Schlaf sorgen könnte. Aber das sind zwei Lieblinge aus meiner Sammlung. Dann haben wir noch gar nicht gegessen und diesen Monat eine absolute Neuentdeckung bei meiner Mutter gefunden. Und zwar hat sie Butterkekse rausgeholt. Und zwar ist das der Tag am Meer. Ich hatte die in der Schüssel und so ganz nebenbei ein bisschen gelangweilt reingebissen und dachte so, wow, was ist das denn? Mit Karamellgeschmack, Crispies und einem Hauch von Meersalz. Leute, die Dinger sind der Wahnsinn. Wenn ihr Butterkekse mögt, dann ist das schon mal nicht schlecht. Die sind natürlich schon auch ein bisschen süß und ich esse sie nicht immer zu, aber ich war so begeistert. Die waren so knusprig und crunchy und karamellig und haben so raffiniert einfach geschmeckt. Schaut euch die mal an. Koche ja gerne asiatisch, mediterran und was mich echt aufregt, ist manchmal, wenn so bestimmte Sachen, die ich sehr, sehr gerne esse, sehr, sehr teuer sind, unter anderem Pinienkerne. Und da gab es eine Aktion neulich bei Aldi. Ja, das waren Trader Joe's Pinienkerne, 50 Gramm und die haben, meine ich, irgendwas um 1 Euro noch was gekostet. Und dafür so eine Tüte bezahlt man ja gerne mal 3, 4 Euro. Und insofern schaut mal, ob ihr die noch bekommen könnt, wenn ihr Pinienkernfans seid. Zu absoluter Sommermusik gehört für mich absolut nicht neu, aber immer, immer wieder gerne gehört. Jack Johnson. Ich weiß nicht, ob ihr die Musik kennt. Das ist ja ein Surfer, der zur Gitarre gegriffen hat. Und ich liebe, liebe, liebe seine Musik. Sie ist einfach so heiter, fröhlich und macht gute Laune. Ist ja so ein bisschen auch so wie Kinderlieder angelehnt. Aber ich werde euch einfach jetzt von meinen Musikempfehlungen, die Amazon-Links unten reinschreiben, dann könnt ihr auf jeden Fall auch mal Hörproben haben. Dann war ich ja letztes Jahr auf dem Konzert von Bruno Mars und das war ein Geschenk zu meinem Geburtstag und davon habe ich diese CD mitgenommen und Unorthodox Jukebox, es ist nicht, ja, also da ist auf jeden Fall Treasure mit dabei und das ist ja wirklich so ein absoluter gute Laune Song und ich finde sie super klasse und ich glaube aber, ich würde mir von ihm eher eine Best of holen, weil ja, das einfach mehr an dieses Konzert erinnern würde und das hatte so eine tolle Stimmung und ja, für mich ist er so ein bisschen auch so der kleine Michael Jackson, aber ja. Wer hätte das gedacht, dass man diesen kleinen Mann so toll finden kann? Auch auf der Bühne, super Performance übrigens. Ja, und auch dies ein Schatz, den ich sehr, sehr gerne mag. Ich habe ja eine Weile in Frankreich gelebt und liebe daher auch französische Musik. Und die haben neben dem französischen Chanson auch sehr, sehr guten, leichten Pop. Und da ist eine davon, die Rose. Und hört da mal rein, also ich habe noch ein, zwei andere Favoriten, aber sie macht wirklich wunderbar leichte, tolle Musik und es blinkt schon wieder, oh mein Gott. Ich kriege dieses Video nie nach oben. Dann noch ganz schnell, was ich so zwischendurch gelesen habe, wenn ich mich entspannen wollte, die Glamour. Und die hat jetzt in diesem Monat dann auch schon die neuen Herbstfavoriten. Da ist immer so ein Stylebook dabei und das finde ich ganz klasse. Da kann man sich gut informieren, ein bisschen Gossip ist auch mit dabei. Und natürlich gehört auch noch dieser Einrichtungsprofi dazu, die Couch, die unter anderem ja von der Bloggerin von Decorate auch ist. Und der Holly Becker und da kann man sehr, sehr viele Anregungen bekommen, auch für Einrichtungen, DIYs, teilweise auch Kochen und sie gefällt mir sehr, sehr gut und die muss einfach jeden Monat monatlich erscheinen. Ja, meine Lieben, das war's. Ein kesselbuntes, ein Korb voller Inspiration, hoffe ich, für euch. Und ich muss euch einfach noch kurz meine Sommerdeko auf dem Tisch zeigen. Das hat eben gar nicht so hinhauen wollen. Insofern
Nächsten Monat wird es schon sehr herbstlich. Insofern zeige ich euch noch mal ganz schnell hier mein Centerpiece von meinem Sommertisch mit diesen Muschelplatten, wo ich dann immer mal wieder auch zum Beispiel Gänseblümchen einfülle oder eben natürlich Kerzen. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Also, meine Lieben, dann, was sind eure drei Favoriten gewesen? Und ein bisschen Daumen drücken, dass wir noch etwas Sommer behalten. Liebe Grüße, eure Betty. Bye!